Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Ja, ich hatte nochmal Bock mit euch eine Runde mit dem Kenworth Bullnose eine Runde zu drehen. Ich habe hier nochmal was zusammengebaut und zwar passend mit Trailer dazu. Mit einem Lego Skin, fand ich ganz cool. Ich hatte ja irgendwann mal erzählt, wo wir mit dem Mac gefahren sind. Ich habe zwei verschiedene Lego Skins und das ist der andere davon. Ich finde den auch mega cool, hier ist echt viel los. Na? So Lego Star Wars mäßig ist hier das Thema angehaucht. Ich habe das mal beide aufeinander abgestimmt, ne? Trailer und LKW farbtechnisch. Dass das ungefähr miteinander funktioniert. Jetzt sieht man auch Bullnose, ein bisschen hübscher, ne? Ist kein Bullenfänger vorne dran. Ich finde den nämlich eigentlich, dadurch, dass er so eine Eigencharakteristik hat, sehr, sehr hübsch. So, einmal Licht bitte. Scheinwerfer haben wir auch, falls es mal dunkel wird, aber wir haben am Tage. Ist doch schon Fracht drauf, wir stehen in Houston am Flughafen, wie man unschwer sehen und hören kann. So, wir brauchen einen Spiegel und wir gucken mal. Wir fahren 368 Meilen, ist nicht gerade wenig, wir kriegen dafür 23.500 und wir haben Haushaltswaren drauf, 20 Tonnen. Das bringen wir nach Ardmore in Oklahoma. Jetzt stehen wir in Houston, Texas. Da hinten ist ein Antonov. Seht ihr das? Voll geil. Aufgeklappt. Vorne, hinten offen. Aber egal. Ich würde sagen, Abfahrt. So, guck mal. Normalerweise nehme ich diese Aero-Verkleidung für den Trailer, für die Hinterachse eigentlich nie. Aber ich dachte mir, hey, komm, heute bauen wir das einfach mal an und fahren damit eine Runde. Ist der lange Kofferaufbau mit großer Achskombi hinten mitgelenkt sogar, ne? Trailer und LKW, dass das ungefähr zusammenkommt. Ich sehe gerade, ich habe hinten am Trailer die falsche Alufelge dran. Ganz hinten. Na, ist egal, passt schon. Genau. Der LKW selber hat nur eine Triebachse und hat keinen Sleeper. Ich dachte mir, hey, komm, die doch mal so, oder? Ist nämlich optisch gar nicht so hässlich. Und ich habe mich auch fast zusammengerissen. Also ich habe nicht ganz viel Klimbim ran gebaut. Nur so, dass es für mich erträglich ist. Weil das geht nämlich heute viel mehr um den LKW und um den Trailer. Und ja. Genau, warte mal. So. So. Siehst du, haben wir das auch schon abgeschlossen, das Thema. Wobei, warte mal. Ah, ich weiß. Ihr seid schon leid, aber hey. Abfahrt. Jetzt geht aber los. Spiegel sind schon eingestellt, Sitz ist eingestellt, Lenkrad können wir leider ja nicht machen, aber hey. Na, das ist der LKW, wo Mac im Tacho steht, obwohl es ein Kenworth ist. So, da landet gerade ein Flugzeug. Sehr, sehr cool. Wie gesagt, wir haben 360 Meilen, das ist ein kleines Ende zu fahren, aber ist okay. Guck mal, hier auf der Map ist so ja die Antonov eingezeichnet als Flugzeug. Dieses Verladedepot, da steht das Ding. Ein riesen Seitenleitwerk. Der Hammer. So. Dann reihen wir uns hier mal ein zum Abbiegen. Mein DeLorean, nackig, ohne irgendwas fast ja nicht zu erkennen. Ist ja in Original. Ist ja der Hammer. Ohne Lack, einfach nur Ekelstahl und fertig. Ich muss sagen, ich feiere die Lego-Skin-Geschichte von den Trailer schon ein bisschen. Da habe ich jetzt mal beim Trailer durchkonfigurieren. Also den Trailer, den hatten wir schon in der Firma. Den habe ich jetzt nicht extra dazu gekauft. Für den LKW habe ich nochmal neu gebaut und dazu gekauft, weil den anderen Bullnose hatten wir am anderen Spielstand. Beim Durchkonfigurieren vom Trailer, da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Das ist je nach Kofferlängenkombination. Also du hast ja irgendwie 48 Fuß und 53 Fuß und hast ja nicht gesehen, je nach Kofferlänge verändert sich sogar der Aufdruck, also Lego bleibt, aber da kommen immer andere Bilder dazu. Dann hast du mal Chewbacca, dann hast du mal X-Wing, dann hast du den Millennium Falcon, so wie wir jetzt drauf haben und ne? So ändert sich das alles immer schön durch.
Können wir uns gleich nochmal angucken. Den Lego-Skin gibt es aus dem Steam-Workshop sogar. Genau. Na, und der LKW kennt er ja. Aber kann ich euch nochmal in der Videobeschreibung schreiben, wie das Ding heißt und wo ihr das alles findet. Ui, wir fahren ja schon schnell. So. Ich glaube, wir haben Haushaltswaren geladen, richtig? Richtig. Haushaltswaren 20 Tonnen. Da, wo wir gerade waren, war sogar der allererste Auftrag Spielzeug. Aber das waren... Wir dürfen weiterfahren, ist aber nett. Das waren aber irgendwie 2300 Meilen. Und da dachte ich mir, boah, komm, da machen wir jetzt Makeda Mega-Folge oder Mega-Tour draußen, ne? So, fahren wir hier mal ein schönes Ende und dann passt das schon. Das ist ja hübsch. Wie ein Coca-Cola-Truck, nur für Kinder mit Lego drauf. Also optisch. Ja, das gefällt mir. Ich habe gerade den Eindruck gehabt, wir fahren auf der falschen Straßenseite, aber die kommen hier bei uns mit Ruf, alles klar. So, wir können 75 fahren, dann werden wir mal ordentlich auf den Gas treten, dass wir auch vorwärts kommen. Wer ist er denn? Hallo? Da steht bestimmt doch was dazu, oder? Sam Houston. Guten Tag, Sam Houston. Schön, dich mal zu sehen, ja? So, schön weiterstehen. Fleißig sein. Okay, hier muss die Map wieder geladen werden. Dann lassen wir mal eine Minute. Ist noch nicht fertig. Kann sein, dass er gerade neue Streckenabschnitte konfigurieren will. Ist er durch? So richtig noch nicht. Okay, wir machen einfach mal weiter. Wir fahren. Ist sehr ausgewogen. Ich glaube, ich habe nicht den größten Motor drin. Also getriebetechnisch so, dass das mit Standardfracht relativ gut zusammenpasst irgendwie. Aber die 20 Tonnen, die da hinten drin sind, der fährt damit recht vernünftig eigentlich, muss ich sagen. Ist okay. So, dann haben wir jetzt den Vorteil, wir fahren nochmal nach Oklahoma rein. Wir stoßen quasi von unten ins DLC-Land hinein. Ein Mustang mit einem Heckspoiler, das sieht aber schon echt bescheuert aus, oder? Seid mir ehrlich. Also, na, weiß nicht. Okay. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber ich finde den LKW wunderschön. Und der sieht ja im Rot richtig gut aus. In Verbindung mit dem Trailer. Mega. Sehr, sehr schön. Okay, sind wir schon mal lang gefahren? Auf jeden Fall bin ich hier schon mal lang gefahren. Die Strecke ist nämlich gelb. Aber ich finde es immer cool, wie riesengroß die Flächen hier einfach sind. Und dann steht da mittendrin so ein dicker, fetter Rasthof. Und die Fühl sind immer noch meilenweit Land drumrum. Ich glaube, da kriegt man ab und zu mal so einen Eindruck, wie unfassbar groß eigentlich die USA an sich ist. Und die Map gibt dir nur einen ganz kleinen Eindruck davon. Ja, auf das Kansas DLC bin ich mal gespannt. Achso, ha, siehst du, da merke ich es gerade. Guck mal, wir sind im 10. Gang. Mehr hat er nicht. Wir fahren hier gerade Volldampf. Na, das ist ja. Ich glaube, wenn wir 75 Meilen pro Stunde erreichen, dann ist das gut. So, ich hau mal einen Tempomaten rein und dann schauen wir mal. Wie das geil angeleuchtet ist, das Ding. Ich glaube, sehr viel mehr können wir auch ja nicht erwarten. Das Ding lassen wir jetzt hier mit Volldampf laufen und dann fressen wir einfach Meilen. Gucken, bis wir ankommen. Ja, wie gesagt, die Spielzeuglieferung hätte ich sehr, sehr gerne genommen, aber ja, war zu weit weg. Weil das hätte richtig geil gepasst eigentlich an sich. Aber gut, was nicht ist, ist nicht. Wir
halt sehr beklemmt hier drin, eigentlich. So, weil, ne? Viel Platz ist nicht, durch den dicken, fetten Motortunnel hier in der Mitte. Eieiei. Aber so waren die Dinger damals. Ich glaube, heute sind hier immer noch so, ne? Bauen die Amis überhaupt noch Overcap? So wie das heißt, also Frontlenker? Ich glaube nicht, ne? Aber noch ein Grund mehr, warum ich die Dinger so cool finde, irgendwie. Guck mal, mit dem Skin von dem Trailer zusammen. Ich habe hinten extra ein Rolltor genommen und keine Klapptüren, dass man das irgendwie, ne, dass das hübscher ist einfach. Also ich feiere das total. Eine Kurve, Gott sei Dank. Hey, aber guck mal, mit 75 Meilen pro Stunde sind wir voll dabei. Wir fahren schneller wie die PKWs und fahren nicht zu schnell wegen Strafzettel. Eigentlich gut. Jetzt sind wir zwar am Maximum, aber da wir Spritverbrauch und den ganzen anderen Quatsch komplett bis Maximum hochgelevelt haben, sind alle gar nicht so wild. Aber der Motor läuft halt auf Anschlag. Was egal, ob es wir kommen vorwärts. So, der Lego-Truck kommt hier mal lang gefahren. So was wäre cool. Also Coca-Cola-Truck zu Weihnachten, ja, das kennt man ja. Aber so ein Lego-Truck, ne, wo man so Lego drin kaufen könnte, wenn sowas mal irgendwie zu Weihnachten oder Ostern oder irgendwelchen anderen Veranstaltungen oder generell irgendwie so mal irgendwo rumstehen würde, das wäre doch auch mal was Feines. Wir müssen auf jeden Fall die Spur wechseln. Die bald mehr feiern wie so ein Coca-Cola-Truck, sag ich euch ganz ehrlich. Aber sowas von. Sehr, sehr hübsch. Bin eigentlich nicht der Freund von lackierten Felgen, aber irgendwie passt das hier, also das Gesamtbild ist schon sehr stimmig. Hoppala, das war laut. Entschuldigung. Ich habe gedacht, der fährt noch ein bisschen weiter geradeaus. Dem war dann wohl nicht so. Oh, eine Wiegestation. Ah, wir müssen runter, okay. Die ist hier genau unter der Brücke, oder was? Da vorne. Ist für die Pförtner halt praktisch. Wenn es mal richtig regnet oder so, ne? Dann könnt ihr sich mal unter die Brücke stellen. So, 36 Tonnen haben wir. Ist aber dann gar nicht so schwer. Guck mal, wenn die Fracht schon 20 hat. Und wir wiegen insgesamt 36. Das geht aber voll klar, oder? Der LKW mit Trailer 16 Tonnen. Du kannst eigentlich nicht meckern. Das klappt schon. Ich komme am LKW ist ja auch nicht viel dran. Ist ja kurze Fahrgestell, eine Achse nur getrieben. Kurze Kabine, kein Sleeper, also. Shreveport. Shreveport? Ach, wie auch immer. Ich glaube, dafür musst du echt amerikanisch sein, sonst kannst du das nicht lesen. Wobei, die können unsere Sachen auch oft nicht richtig aussprechen. Das stelle ich mir auch sehr, sehr schwer vor. So, 160 Meilen noch. Da siehst du, der Dieter hier ruckizucki. Sehr, sehr schön. Und das ist euch mal aufgefallen, Leute, ist kein Roadtrain.
Ja. Aber ist dafür langer Trailer ist, ne? Ist auch mal ganz hübsch. Einmal schön belichten, bitte. Jawohl. Sind wir richtig? Ja, okay. Oh, dachte schon, jetzt sind wir wieder falsch gefahren. Aber wir können ja nur hier lang fahren. Wir gehen mal auf die Mittelspur, weil, ne, sonst müssten wir hier abbiegen. So, dann fahren wir mal hier rüber. Und dann nehmen wir hier die linke Ausfahrt. Genau. Ey, hier musst du so aufpassen mit dieser Streckenführung. Sind wir hier in Houston? Nee, was sind das hier? Doch, nee, doch, 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 nee, doch. Dallas, okay. Steht ja da. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wir fahren viel zu schnell. Aber wir bleiben auf der Spur, okay. Okay. Geil, komm mal mit der alten Brücke. Diese Straßenführung, das kann sich doch keiner ausdenken. Die. Was ist denn mit den Amis los? Sag mal. Guck dich das an. Ja, ist halt, wenn du Platz hast, ne, dann kannst du so eine Späßchen machen. Bei uns würde jeder Bauer sofort sagen: Nein, mein Land bekommst du nicht. Da kommt der Staat, doch, gib her, sonst enteignen wir dich. Ja. Wie das halt immer so ist. Ich weiß ja nicht, haben wir Zeit? Weil wir fahren schon wieder viel zu schnell eigentlich. Aber wenn der so vorbeifährt, ist schon hübsch. Sehr, sehr cool aus. So, 107 Meilen noch. Stunde 50. Ja, locker. Guck mal, ist noch nicht mal Mittag. Und ich hatte Bock, mit dem Bullnose nochmal eine Runde zu drehen. Weil der optisch halt echt cool aussieht. In Verbindung mit dem normalen Trailer hier fährt er sich auch richtig sahnig. Also hat keinen Stress, ne? Der quält sich jetzt nicht maximäßig. Hat auch nicht den dicksten Motor drin. Und mit dem 10-Gang-Getriebe ist er noch nicht mal irgendwie voll ausgebaut. Und fährt mit den großen Trailern, mit die 20 Tonnen, einfach vernünftig. So. Ich habe auch schon überlegt, ob wir am Tank unten die Lampen weglassen. Hätten wir auch locker machen können, wäre immer noch okay gewesen, oder? Ganz locker so, ja. Haben wir die Grenze schon überfahren? Sind wir schon in Oklahoma oder noch nicht? Da bin ich mir. Entschuldigung, so, ich bin wieder auf Kurs. Ja, ihr könnt vorbeifahren. Natürlich angstfrei, bitte. Los. Bin mir gerade noch nicht so sicher. Ich habe jetzt nicht auf Schilder geachtet, von wegen: Hallo, herzlich willkommen in Oklahoma. Fühle dich bitte wohl und sei nett. Also, ne? So ein Schild habe ich hier jetzt gerade noch nicht gesehen. Wir können ja mal die Mappe konsultieren. Nee. Guck mal. Wir sind da, Grenze ist da. Na, am nächsten Kreuz, dann sind wir drüben und dann ist nicht mehr weit. Na, guck mal. Ardmore, da sind wir schon da. Sehr, sehr schön. Cool, Endspurt quasi. Ja, guck mal. Ey, warte mal, ich zeig mal. Hä, sind das nur noch 71 Meilen? Okay, manchmal habe ich das Gefühl, die Entfernung,
Die sind nicht immer überall gleich skaliert. Kann sein oder täuscht es? Weil ich dachte gerade, ich habe mir irgendwo nochmal aus Versehen gerade, wo wir in einer Map waren, einen Wegpunkt gesetzt, aber Zielflagge und Markierung sind ein und dieselbe Entfernung. Also das sind wirklich nur noch 60 Meilen, alles klar. Es läuft da im 10. Gang wieder auf Volldampf. Bis der Turbolader rausfliegt, aber okay, ist egal. Okay, hier könnte dann vielleicht wirklich nochmal ein anderes Getriebe gebrauchen. Wahrscheinlich würde er dann aber untenrum nicht mehr so gut fahren. So. Arcade Zone. So, Wiegestation. Ja oder nein? Ja oder nein? Ja oder nein? Ja, wir müssen wiegen. Toll. Alles klar, wir kommen. So sei es. Das sind noch zwei vor und die holen uns trotzdem raus. Das ist wie beim Zoll, ey. Die haben die Hütte voll und dann holen sie dich trotzdem und dann müssen sie warten. Ach so, siehst du, guck mal hier. Ich habe diesmal oben eine Klimaanlage hinterm Windschild gebaut. Einfach nur mal zum Anbauen, zum Gucken. Das ist eigentlich auch übelst rudimentär mit den beiden fetten Leitungen da dran, aber irgendwie auch cool. Die Bahn frei, können wir ran. Würde mich nur wundern, wenn weniger Gewicht wird mit dem mal. Bleibt bei 36. Oh, tschüss. Guck mal, wie gut der losfährt. Könnt ihr euch noch an den Mac erinnern, wo wir hier Road Train gefahren sind mit drei Tanker? Der brauchte sehr lange zum Beschleunigen. Da war jedes Mal anhalten, war ein bisschen schmerzhaft in der Seele. Mit dem Ding hier fährst du einfach los. Oh ja. So, die letzten paar Meilen noch. Sag mal, wieder die Landstraße? Ja. Es verjüngt sich. Wir dürfen hier trotzdem 75 ballern? Nee, warte mal, das ist eh eine Spur. Die andere ist auf der anderen Seite, ne? Also laut Map, guck mal. Ja, okay, die fahren da hinten. Ich wollte schon sagen, hä? Was ist denn hier los? Medal Durant. So, müsste eigentlich schon bald ausgeschildert sein, oder? Weil ist er nicht mehr weit. Guck mal, 15 Meilen noch. Und da, wo wir hin müssen, ist halt mitten im Ortskern. Ardmore, guck mal, es ist ausgeschildert, wollte ich doch sagen. Müsste doch so langsam mal kommen. So, dann wollen wir noch immer den Motor auf Maximum bringen. Dass er noch immer ordentlich heiß wird und dann... haben wir bald. Das sind wirklich nur noch 5 Meilen. Guck mal, das ist eine Stadt direkt an der Autobahn wieder. Ardmore. Guck mal, mit 6 von 10. The Sooner State. Die kriegt ihr mal ja nicht eingeblendet, ne? Die Achievements, glaube ich. Glaube ich nicht. Das ist die rote Zielfahne. Okay, da fahren wir hier rote und dann hätten wir es schon. Vorteil, hier gibt es gleich einen Rasthof mit Schlafmöglichkeiten, Tankstelle und eine Werkstatt habe ich da auch gerade gesehen. So war das eigentlich immer perfekt, wenn man von der Tour irgendwo ankommt. Dann kannst du immer Wunden lecken quasi und dann schön frisch und fertig in die neue Tour starten.
Motorsound ist echt geil. Wie so ein hohler Auspuff. Ey Leute, und keine Ampeln. Ist ja ein Traum hier. Ja, moin. Eine Sicherheitsprüfung, bitte, danke. Natürlich. Ist das hier wieder so ein Das haben sie aber ja, mittlerweile öfter, ne? So, wo hättet ihr das Ding gerne? Da vorne, okay. Sollte ja ein Kinderspielchen werden, hoffe ich. So. Die Achse hinten ist mitgelenkt vom Trailer, also theoretisch, ne? Das sieht sehr, sehr gut aus, sogar aus. Und bald zu gut. Warte mal, wir sind schon wieder raus. Immer korrigieren, das ist ja keine Schande. So, so. Also richtig gerade ist das aber nicht. Guck mal, das können wir besser. So, dann fahren wir hier nochmal anders. Oh. Feinstjustierung in der Lenkung. Und tada. Ay, cool, mit Rappeln an der Rampe. Hat die neu passt. Sehr, sehr schön. Na, dann machen wir mal Kasse. Was waren denn? 23.000, glaube ich, oder so. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil so lange war das jetzt nicht. Ja, 23.500. Na, bitte. So, zeig mal her. Das ist schon echt cool. So. Okay, komm, wir gucken mal. Ich wollte euch das mit den Trailern nämlich nochmal zeigen. Und zwar da. Ausführung ändern. Wählen wir sofort in die Lackierung. Und da habt ihr hier den Skin, wo wir mit dem Mac letzte Mal gefahren sind, mit dem roten. Und das ist die von eben gerade. Ne, du hast dieses Lego-Logo hier vorne, hast du immer. Und dann hast du hier zum Beispiel Stormtrooper drauf. Hinten hast du immer... Ist hier immer Darth Vader? Ich glaube ja. Wir machen mal schnell Schiebetüren ran. So. Wenn wir jetzt aber die Achskonfiguration, wir gehen auf, guck mal hier, von 28 Fuß auf 32. Haben wir hier mit immer einen TIE Fighter und hier haben wir Stormtrooper. Ja, und dann haben wir bei 45 haben wir Yoda, Rey und Chewie und hinten immer noch Darth Vader. Okay. So, bleibt bei 45 Fuß. Wenn wir auf 48 gehen, dann haben wir hier die drei Droiden. R2-D2, BB-8 und C-3PO. Dann haben wir hier, voll geil, aus Lego, ein X-Wing. Ja. Und wenn wir dann auf 53 Fuß gehen, dann haben wir das, was wir haben. Das alte Lego Star Wars Logo, weil die übelst feier. Den Millennium Falcon. Und... So, jetzt passt mal auf. Wenn wir jetzt aber noch die Achskonfiguration ändern, so, dann haben wir hier die beiden kurzen. Wenn wir das so machen, haben wir vorne die Stormtrooper und hinten den TIE Fighter. Hier haben wir die Stormtrooper und vorne haben wir die Jedi. Hier haben wir vorne und hinten die Jedi. Das wäre auch nochmal eine schöne Trailer-Kombi eigentlich. Zwei große Trailer. Und hier haben wir jeweils die Stormtrooper.
Also an sich, der Skin ist cool, weil der sich halt immer ändert. Wollte ich euch nochmal zeigen, falls der eine oder andere Bock darauf hat. Gibt es im Steam Workshop die Trailer-Skin und den LKW von Motta.us habe ich den. Wie der heißt, wo ihr den findet, Videobeschreibung. Freunde, das war's für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch und Rinni hauen.